Hier ist Friedrich Rau und ihr hört Herms Promi Corner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herms Promi Corner. Ich freue mich sehr, einen tollen Künstler auf der anderen Seite des Bildschirms zu haben. Wir machen nämlich das Interview via Zoom. Friedrich sitzt in Fulda, ich sitze hier in meinem kleinen Studio in der Nähe von Rendsburg. Aber trotzdem, dank der Technik funktioniert es, dass wir uns heute über großartige Musik unterhalten können. Herzlich willkommen in meiner Sendung Friedrich Rau. Hallo Herms und hallo liebe Zuschauer zu Hause. Friedrich, bevor wir über dein Album sprechen, lass uns ein bisschen swingen. Das gibt ja schon mal her, um welche Musikrichtung es schwerpunktmäßig geht auf dem Album. Würde mich aber mal interessieren, wie bist du denn so grundsätzlich zur Musik gekommen? Bist du von zu Hause vorgeprägt oder gab es so, wie ich das auch in der Schule hatte, dass man Musikunterricht hatte mit Blockflöte und solche Sachen? Wie bist du zur Musik gekommen? Blockflöte ist ein gutes Stichwort. Also ich bin auf jeden Fall sehr musikalisch aufgewachsen. Mein Vater ist Opernchorsänger in Zwickau, das ist am Fuß des Erzgebirges. In Sachsen bin ich aufgewachsen und meine Mutter spielte auch sehr gut Klavier. Die ist zwar Krankenschwester und jetzt später dann Leiterin eines Altenheims geworden. Aber da wurde also sehr viel Musik gemacht, nicht nur bei meinen Eltern, auch bei meinen Großeltern. Meine Oma ist auch Bühnendarstellerin. Zu DDR-Zeiten hieß das Tanz- und Unterhaltungsmusik, dieser Bereich. Und ich habe also von frühester Kindheit viel Theater und Musikluft geschnuppert. Ich stand auch als Kind schon auf der Bühne im Theater in Zwickau mit Kinderrollen und habe dann tatsächlich, mein erstes Instrument war die Blockflöte. Gut, der Weg jetzt bis zur eigenen Musik, sage ich jetzt mal, was dein Album anbelangt, aber wir werden im Laufe des Gesprächs natürlich hören, dass Musik für dich sozusagen auch dein Lebensunterhalt bedeutet. Aber wann hast du denn angefangen festzustellen oder auch vielleicht erinnerst du dich noch an deine erste, ich nenne das jetzt mal, eigene Komposition? Um das jetzt vielleicht so Fragmentierung hat man ja dann, wenn man anfängt, so bei mir war das sozusagen als Teenager, so erste Band und dann hat man so seine ersten Gehversuche. Wie war das bei dir? Bei mir war das so, ich habe, nachdem ich die Blockflöte gelernt hatte, habe ich dann mich entschieden, Schlagzeug zu lernen und habe aber immer auch parallel, weil wir auch ein Klavier zu Hause hatten, dann darauf rumgeklimpert und habe autodidaktisch quasi angefangen, Klavier zu spielen. Und als ich dann so im Gymnasium war und wir eine Schulband da hatten, wir wurden also sehr gefördert auf der Schule, die hatten ein sehr großes Interesse daran, dass es eine Schulband gibt, die irgendwie so ein bisschen, ne, für den Imagegewinn. Und da haben wir dort also angefangen, Musik zu machen und ich habe damals am Klavier angefangen, auch schon Songs zu schreiben. Wir haben damals auch als Schulband einen Bandwettbewerb sogar gewonnen, haben dann 3 Songs aufgenommen und da haben wir dann, das war teilweise Deutsch, teilweise Englisch, das war so ein bisschen rockig, wir hatten so einen Hammond-Organisten dabei und ich habe jedenfalls damals schon am Klavier also Songs geschrieben, ohne überhaupt je Klavierunterricht gehabt zu haben. Du hast es ja eben schon gesagt, Zwickau, du bist gebürtig in Ostdeutschland, hast du so eben im Vorwege schon zu mir gesagt, Baujahr 83. Du lebst in Leipzig. Ich habe zwar eben gesagt Fulda, aber das hat eine andere Hintergründe. Du kommst aus Leipzig. Was ist das Besondere für dich an Leipzig, weswegen du da gerne wohnst oder deinen Lebensmittelpunkt sozusagen hast mit deiner Familie? Es hat sich so entwickelt. Also ich hatte lange Zeit eine A Cappella-Band in Leipzig, war die also beheimatet und ich persönlich habe längere Zeit in Weimar gewohnt, weil ich da auch studiert habe. Da habe ich auch meine Frau kennengelernt, die hat in Jena studiert und ich war also oft in Leipzig, kenne also viele Musiker in Leipzig und am Ende, als es dann darum ging und mir Weimar zu langweilig wurde, dann habe ich überlegt, entweder Berlin oder Leipzig oder so eine Hamburg, so eine Stadt, wo auch Musical stattfindet und haben wir uns für Leipzig entschieden und tatsächlich hat es sich auch bewahrheitet, es ist eine Stadt, eine perfekte Mischung, finde ich, aus einer Großstadt, es lebt, es passiert sehr viel, aber es ist nicht zu groß. Also man kann, wenn man gut ist, auf dem Fahrrad auch von ganz oben nach ganz unten mal da durchrauschen und es gibt schöne Seen und also ich fühle mich da herrlich wohl. Also von daher auch mein Tipp an alle. Ich war auch schon das ein oder andere Mal in Leipzig. Es ist eine wundervolle Stadt. Also lohnt sich auf jeden Fall hinzureisen. Kommen wir jetzt mal zur Musik, Friedrich. Und du hast es ja eben angedeutet, du bist eben auch im Musical-Bereich unterwegs, wo wir auch nochmal kurz nachher drüber sprechen wollen. Du hast zum Beispiel Medicus Musical gemacht, jetzt Robin Hood, was von Chris de Burgh ist. Aber mich würde trotzdem mal interessieren, wenn du jetzt Live-Auftritte hast, also jetzt mit deiner Musik zum Beispiel oder mit einer Band wie deiner A Cappella-Band oder was auch immer hast, gibt es da irgendwelche Rituale, so 20, 30 Minuten, die durchlaufen müssen? Sind die genauso wie jetzt bei so einem Musical-Auftritt oder ist das ein Unterschied? Gibt es da unterschiedliche Rituale? Nein, das ist ein Riesenunterschied, weil wenn ich Musical spiele, spiele ich eine Rolle. Also ich spiele eine Figur, ob das jetzt der Medicus ist oder ob das eben The Who's Tommy ist oder
Robert Louis Stevenson, das bin ja nicht ich. Wenn ich aber als ich auf die Bühne gehe, als Friedrich Rau, dann finde ich, muss das Ziel sein, dass man den Leuten wirklich ganz authentisch und ehrlich gegenübertritt und Geschichten von sich erzählt. Und das erfordert nochmal eine ganze Schippe mehr Mut und auch mehr Hingabe, möchte ich fast sagen. Denn diese Songs, die jetzt auf dem Album auch drauf sind, die sind natürlich teilweise sehr persönlich und ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass es dafür ein Ritual braucht, aber ich erinnere mich daran oft. Also im Musical ist es manchmal so, das hängt natürlich von der Produktion ab und natürlich ist auch mein Anspruch, jeden Abend 100% das neu zu erleben, diese Rolle. Aber ich denke, das Schlimmste, was einem Künstler passieren kann, ist, dass er irgendwie so ein Programm abspult. Ja? Und das geht aber im Grunde mit den eigenen Songs noch viel schlechter, als dass man jetzt, also im Musical, kann das schon sein, wenn man seine Doppelshow spielt, da muss man sich da noch ein bisschen mehr dran erinnern. Leute, da sitzen Leute drin, die sehen das zum ersten Mal und denen musst du dir jetzt wirklich das so verkaufen, als würdest du es zum ersten Mal spielen. Ja? Aber wenn ich meine eigene Musik mache, dann sage ich mir einfach, das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, diese Geschichten erzählen zu dürfen auch, dass da Leute kommen und die mitzunehmen auf diese Reise und denen was zu geben, von dem sie hoffentlich hinterher sagen, das hat mich berührt, das hat mich bewegt, das vielleicht verändert mich das sogar ein bisschen, diese Musik, die ich da jetzt gehört habe. Ich würde da gerne nochmal, weil du das Publikum jetzt so explizit auch angesprochen hast, vielleicht noch mal ein bisschen tiefer eingehen. Ich würde da gerne noch mal, weil du das Publikum jetzt so explizit auch angesprochen hast, vielleicht noch mal ein bisschen tiefer eingehen. Es gibt ja Künstler, die sozusagen ihre Songs singen, gar nicht viel erzählen. Also ich nehme da jetzt mal The Cure als absolutes Beispiel oder Wolfsheim. Die gehen auf die Bühne, stellen sich dahin, sagen den Song an und spielen den. Also, also da ist nicht viel erzählen. Dann gibt es andere Künstler, die Geschichte dahinter erzählen, ihre eigenen Beweggründe. Das ist natürlich auch immer abhängig vom Publikum. Ich glaube, da entwickelt man ja auch ein Gefühl dafür, so wie ist mein Gegenüber, weil das ist ja auch regional sehr unterschiedliche. Die einen lachen über den Witz, den du gerissen hast, die anderen gar nicht. Das ist ja einfach so. Aber mal so grundsätzlich, jetzt auch bezogen auf deine eigenen Sachen, wie wichtig ist dir der Austausch mit dem Publikum? Der ist mir extrem wichtig. Also das Publikum, es ist ein Geben und Nehmen. Also das ist, glaube ich, bei allen Bühnen- und Publikumssituationen so, dass in dem Moment, wenn ich mit dem Publikum in der Interaktion trete und dann bekomme ich was zurück. Und das kann ich wiederum auch verarbeiten. Und im Idealfall entsteht natürlich so ein Synergieeffekt, so dass man was gibt als Künstler. Du schüttest dein Herz aus und die Leute, na, das Geringste, was vielleicht kommen kann, ist Applaus. Vielleicht singen die Leute sogar mit oder, na, und wenn man das bekommt, dann kann man das wiederum benutzen, um noch eine Schippe draufzulegen. Dementsprechend finde ich das ganz wichtig. Außerdem mache ich die Musik, die ich mache, nicht für mich. Also ich mache die auch für mich, aber ich möchte gerne, da steckt eine Philosophie dahinter. Du hast ja vorhin gesagt, Swing, da ist ja die Musikrichtung schon klar. Da müssen wir nochmal drüber diskutieren, denn ganz so ist das tatsächlich nicht. Man würde ja vielleicht denken, da kommt jetzt Swing-Musik, aber das ist es ja nicht. Swing ist tatsächlich für mich in gewisser Weise ein Wort, was ich mit einem neuen Inhalt schon gern füllen möchte, denn das ist für mich eine Lebenseinstellung, Swing. Du hast es mir so ein bisschen vorab genommen. Ich wollte dich nämlich fragen, ob du diese Art der Kategorisierung, die ich ja nun auch ganz bewusst vorgenommen hatte, vorhin, weil es natürlich ja auch auf dem Album steht. Und man kann ja auch nicht sich komplett entschließen, wenn man das Album hört, naja, so ein Touch ist da drin. Aber da wollte ich eben auch das von dir wissen und deswegen ziehe ich die Frage jetzt so ein bisschen vor. Du hast es vorhin gesagt, Rockmusik, Popmusik und die Künstler werden, man packt ja gerne Leute in irgendeine Schublade. Obwohl man eigentlich ja eher sagen muss, hör es dir erst an und mach dir selber ein Bild. Weil ich glaube, viele, so wie du auch Künstler, man wird ja musikalisch irgendwo geprägt. Man nimmt von zu Hause vielleicht mal mit oder Musik, die man mag oder von Mitstreitern, mit denen man zusammenarbeitet und entwickelt ja manchmal sogar eigene Art von Sounds, die aus verschiedenen Elementen zusammensetzen. Wenn du jetzt sozusagen, ich nehme jetzt mal das vorweg, jemand, der dich nicht kennt und dieses Album auch nicht kennt und nur im ersten Moment natürlich Swing darauf liest und denkt darauf, das ist Swing-Musik oder aus dieser Zeit, dass du dem sagst, nee, pass mal auf, ich beschreibe dir das mal ein bisschen anders, sondern ich beschreibe dir mein Album mal als eine Art Haus. Und was für Elemente oder Zimmer würde man in diesem Haus wiederfinden, dass sich jeder vielleicht mal ein Bild machen kann? Weil viel sagt ein Haus ja auch darüber aus, der da drinne wohnt, was der für Charakterzüge vielleicht sogar hat oder Einflüsse hat. Wie wäre das jetzt bei dir mit dem Album? Auf jeden Fall kommt man in ein Haus, in dem man sich wohlfühlt. Ein Haus, das eine positive Energie ausstrahlt und in dem man
sogar ein bisschen vielleicht zur Ruhe kommt. Also die, ich gebe ganz ehrlich zu, ich persönlich, oft macht man Musik auch ein bisschen als Selbsttherapie, aber da gibt es einen Song auf dem Album, das heißt, der heißt Moos, ja. Und in dem Song geht es darum, das Moos unter meinen Füßen fühlt sich so einladend an. Ich lege mich einfach mal hin und jetzt entspanne ich mich mal und guck mal den Wolken zu, wie sie vorbeiziehen. Fällt mir unheimlich schwer, gebe ich offen zu. Aber dieses Album und die Musik darauf, die hilft dabei, das Schöne, das Positive im Leben zu sehen und ein bisschen runterzukommen, also auch ein bisschen den Stress wegzulassen. Und das ist das, was man in diesem Haus vorfinden wird. Da kommt man rein, das ist schön hell, das ist gemütlich, da kann man sich in den Sessel setzen und mal abschalten und wird ein bisschen erinnert auf eine ganz positive, nette, charmante Weise, wie schön das Leben ist. Haben wir doch eine schöne Beschreibung für deine Musik schon mal gefunden, ohne dass wir das jetzt in eine Schublade gesteckt haben. Aber ich gehe jetzt mal an die Klingel deines Hauses, ja? Wenn wir in dem Bild einfach mal bleiben. Und ich spiele jetzt sozusagen der Postbote. An dem Tag, wo das Album zu dir nach Hause kommt. Ich klinge jetzt bei dir, hallo, Herr Rau, hier sind Ihre gepressten CDs. Was war das für ein Gefühl, wie du das Ding, ich habe es hier, ich zeige es jetzt einmal in den Bildschirm, können die Hörer natürlich nicht sehen. Was war das für ein Gefühl, wie du das Paket aufmachen durftest und die erste da rausgezogen hast? Das ist wie wenn das dritte Kind geboren wird. Ich habe ja schon zwei und da klingelt quasi irgendwie, da kommt der Storch und bringt dir quasi nicht das dritte Kind, sondern ein anderes Baby. Und ich habe auch tatsächlich zu meiner Frau gesagt, weil ich bin wirklich ein Familienmensch und das wird auch auf dem Album deutlich. Das sind Themen, die da stattfinden, Erwachsenenthemen, auch Partnerschaft, Ehe. Und ich habe dann zu ihr gesagt, also ich persönlich würde ja noch ein drittes Kind nehmen. Und dann hat sie gesagt, no way, findet nicht statt. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, dann mache ich ein Album. Und dann hat sie gesagt, ja, mach mal das Album, ist okay. Und deswegen ist das ein bisschen so, wenn da jetzt einer klingelt da und mir dann diese CD in die Hand drückt, das ist wirklich, muss man sagen, ein Lebenstraum, der sich erfüllt. Das war, ich habe lange, muss man sagen, ich bin ja nun, bin natürlich nicht alt, ja, aber es gibt Leute, die machen mit Anfang 20 ein Album und ich habe wirklich 39 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, um den Mut aufzubringen, diese Geschichten zu erzählen. Und das ist ein gutes Gefühl. Friedrich, dann lass uns bitte in das Album nochmal einsteigen. Und ich würde gerne, ich habe mir drei Songs mal rausgesucht, über die wir sprechen sollten, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Unter anderem eben auch die Songs, wo es Videos zu gibt. Die erste Single von dem Album, wenn ich halbwegs richtig informiert bin, war Swingen, so wie der erste Track ja auch auf dem Album heißt. Da Ja. gibt es auch ein Video. Großartig gemacht. Das ist so, für mich war das so 20er Jahre Touch, 1920er, so ein bisschen Babylon Berlin hatte ich so vielleicht Genau. die Serie so ein bisschen im Kopf. Und da geht es auch faktisch ja um eine Liebesgeschichte, die nämlich du und deine Frau ja dann auch darstellen. Das finde ich wunderbar Tatsächlich. dabei. Nein, aber vielleicht magst du kurz was zu sagen, worum es in dem Song ging für dich, warum du ihn sozusagen so entstanden ist. Das gab ja vielleicht einen Hintergrund oder eine Idee, die entstanden ist. Und wie man dann auch letztendlich dazu übergeht, zu sagen, okay, das muss visuell aus meiner Sicht so aussehen, wie es jetzt aussieht, mit dem Ergebnis, wie wir es haben. Also das sind natürlich mehrere Dinge. Ich hatte irgendwann die Idee, welche Musik passt zu mir? Mit welcher Musik kann ich meine Ideen und meine Gedanken und Gefühle gut transportieren? Und da das also sehr positive Gefühle sind, überwiegend, also ist natürlich nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen auf dem Album, und da kam ich irgendwann auf die Idee, man könnte eventuell Swing-Musik, also die Musik, die in den 20er, 30er, 40er Jahren sehr populär war, als aber auch in den letzten Jahrzehnten populär war. Nimm mal Robbie Williams, Swing When You're Winning oder auch Roger Cicero, auch auf Deutsch. Und mir schien jedenfalls dieses Lebensgefühl dieser 20er, 30er, 40er Jahre, die der Swing zum Klingen bringt, äußerst geeignet. Gleichzeitig habe ich mir so gedacht, man bräuchte vielleicht aber auch, ich möchte das gerne sehr heutig, sehr modern klingen lassen. Und dann war ich ziemlich schnell bei der Idee, vielleicht Elektro-Swing zu machen. Und dann haben wir angefangen, das auszuprobieren. Schafft man es denn, so eine eher instrumentale Musikrichtung? Elektro-Swing basiert normalerweise nicht auf Strophe, Refrain, Bridge, so einer poppigen Songstruktur. Schafft man das, diese Elemente miteinander zu kombinieren? Und bei Swingen haben wir das im Grunde genommen zum ersten Mal wirklich ausprobiert. Ja, das war so ein Song, der eigentlich gar nicht ternär ist. Also wenn man an Swing denkt, und wenn ich ein Album, wenn ich einen Titel lese, lass ein bisschen swingen, dann denke ich natürlich sofort so ding, 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 dass Ja, du irgendwie so einen Swing-Rhythmus hast, die ne? Big Band kommt dann so gleich vorein. Für mich jedenfalls so Swing, Big Band, so Bar, ganz viele Leute. Genau, das findet ja in dem Song
eigentlich gar nicht statt. Also erstens mal ist das ein ganz gerader Beat, ne? Der ist also total binär und trotzdem haben wir da also so ein paar Bläser drin und zwar habe ich dann immer so ein Puzzlespiel. Wir haben dann nach Aufnahmen gesucht aus den 20er, 30er, 40er Jahren, die einerseits inhaltlich unser Bild, unsere Geschichte, diese Songs verkörpern und natürlich auch tonal, tempomäßig, ist wie das Puzzeln eigentlich, ne? Und da haben wir It Don't Mean a Thing, If It Ain't Got That Swing gefunden und haben da eben so ein paar Sachen rausgesampelt und dieses Samplen ist ja auch eher eine Art und Weise des kreativen Umgangs, den eher so DJs anwenden. Ne? Und das passt eben einfach rein musikalisch erstmal gut in dieses Bild, in diese Philosophie, die ich für das ganze Album einfach, für die ich mich entschieden habe. Und die Geschichte, die wir erzählen, das hat auch viel mit Swing zu tun, denn eigentlich erzählen wir die Geschichte eines jungen Mannes, der zumindest nicht mehr ganz jung ist und der aber eben in der heutigen Zeit, ja, in der heutigen digitalen Zeit mit dem Handy, wo also irgendwie nur noch WhatsApp geschrieben wird, gern eine Frau kennenlernen möchte und der sich eigentlich ein bisschen darüber aufregt, dass das irgendwie nur noch mit Smileys und mit irgendwelchen Instagram-Posts und so ein Zeug geht. Und der würde eigentlich gern lieber analog eine Frau kennenlernen. Und die kommt dann auch zur Tür rein. Da kommt halt eine, die dann so ein bisschen eigentlich die Führung sogar übernimmt und ihn zum Tanzen auffordert. Eher so ein bisschen der klassische Weg, wobei, also vielleicht müsste der Mann das ja machen, aber es ist eben so eine Mischung aus, ich sag mal, etwas verstaubten, charmanten, augenzwinkernden, konservativen Ansichten, kombiniert aber mit sehr heutigen Bedingungen. Und da ist einfach dann dieser Song entstanden und das Video war mir eben ganz wichtig, weil ich wollte gern ausprobieren, ob das, was wir musikalisch meiner Ansicht nach gut geschafft haben, diese Kombination aus alt und neu, aus analog und digital, ob man die auch visuell umsetzen kann. Und du hast ja gerade gesagt, Babylon Berlin, Kostüme. Und ich muss sagen, ich glaube zu 200% daran, dass das funktioniert, dass man Charleston, dass man Lindy Hop tanzen kann zu Elektrobeats. Und dass man diese Kostüme, und das ist ein bisschen verrucht auch, ne? Wir wollen jetzt beim nächsten Musikvideo da vielleicht noch eine Schippe drauflegen. Das finde ich, das fehlt uns heutzutage. Uns fehlt dieses analoge Feuer, diese Leidenschaft, dieses Dreckige, ja. Und ja, deswegen gab es das Video und ich bin ganz stolz auf die ganze Crew und natürlich vor allem meine Frau, dass wir das da zusammen gemacht haben. Die kann auch super tanzen und ich hab sie überredet und sie hat es nicht bereut. Es ist großartig, aber ich gebe dir natürlich recht, wie ich die erste Filmsequenz, die ja kommt, siehst du ja gleich diesen DJ hinter seinem Pult stehen. Und du hörst ja dann die ersten Töne und denkst so, aha, so, also mir ging es zumindest so, okay, ich habe es ja nur vorher gehört, das Album. Aber wie ich dann auch noch das Bild dazu gesehen habe, da sieht man ja genau diesen Transport in die Zeiten. Ne? Also das ist ja, kam für mich dann auch gleich so an. Großartiges Video und toll gemacht. Dann gibt es den nächsten Song, Sing ein Lied. Da hast du, glaube ich, eine Menge Spaß mit den Kiddies gehabt. So sieht es zumindest aus. In der Turnhalle, in der Schule. Und ich glaube, deine beiden Töchter haben da ja auch eifrig mitgewirkt und das ist toll gemacht. Was hat dich da so gereizt? Das ist ja kein Kinderlied, obwohl deine Tochter ja sozusagen den zweiten Part singt, so von wegen, oh, ich kann Mathe nicht, was kann ich tun? Und ihr gebt euch gegenseitig so eine Hilfestellung, wenn dir jemand sagt, so, ich komme jetzt irgendwie hier nicht weiter. Wie war denn die Zusammenarbeit mit den Kindern? Wie hat sich das dargestellt? Und was ich auch interessant finde, wie oft hast du dieses Jonglieren mit den Spielen und dem Globus probiert, ohne dass die runtergefallen sind, die Sachen? ja, also das, erstmal muss man ja was zu dem Song sagen. Der ist ja entstanden wirklich während der Pandemie, Homeschooling, Homeoffice und der ganze Stress, der dazugehört, gerade für Familien, glaube ich, viel, viel mehr Herausforderungen kann man gar nicht haben. Und das ist so ein bisschen der Grundplot in dem Song, ne? Ich verstehe es nicht, ne, wenn du plötzlich Lehrer spielen musst und es gar nicht kannst. Und ich meine, wir leiden ja, denke ich, täglich an so bestimmten Überforderungssituationen, auch ohne Pandemie. Und ich fand eben diesen Gedanken ganz witzig, dass am Ende man aber auch von den Kindern sehr viel lernen kann. Also mir geht es oft so, dass man als Erwachsener ja auch andauernd nicht weiß, wie das jetzt geht. Und bei mir ist ja in der zweiten Strophe dann so, kochen, waschen, Hausaufgaben und dann noch eine Telco. Ich will nicht klagen, aber ich kann nicht mehr. Ja? Und dann fällt noch das Mehl runter und dann sagt eben die Tochter,
Du Papa, weißt du, was bei mir immer hilft, hat mir mal jemand gesagt, mach mal ein bisschen Musik, ne? Weil ich das eben eine Strophe vorher zu ihr gesagt habe. Und so ist erstmal dieser Song entstanden, dieser Plot. Und dann war das so mit dem Video, das war auch ein ziemlicher Zufall. Ich wurde eingeladen zur Weihnachtsfeier von der Klassenlehrerin meiner jüngeren Tochter, ob ich mit den Kindern da ein bisschen Musik machen könnte. Das war auch mitten in der Pandemie und dann habe ich da so ein bisschen Weihnachtsliederraten mit denen gemacht. Und die Lehrerin hat also dort in der Klasse ab und zu mal zum Aufräumen diesen Song gespielt. Und die Kinder waren da so begeistert, die konnten alle den Text. Das habe ich dann da festgestellt bei der Weihnachtsfeier und habe gesagt, also die Begeisterung dieser Kinder, wenn ich das schaffen würde, die irgendwie einzufangen, das wäre genial. Ich muss allerdings ehrlicherweise auch sagen, das war letztlich natürlich schon ganz schön kompliziert. Also an einem Drehtag in der Schule, da habe ich ganz viel Unterstützung bekommen von der Lehrerin, also das war mitten in der Pandemie im Februar, kurz vor den Winterferien. Das vergisst man natürlich schnell, aber das hing so am seidenen Faden, ob das überhaupt stattfinden kann, der Dreh, ob genug Kinder gesund sind oder ob eben Quarantäne sämtliche anderen Schulen hatten dicht gemacht. Und das war also ein großes Glück, dass das stattfand. Und man darf aber nicht vergessen, dass Zweitklässler natürlich nicht funktionieren wie professionelle erwachsene Musical-Darsteller. Ja, also das muss man, ne? Und wenn man dann sagt, komm, wir stellen mal schnell eine Choreo, so einfach ist das nicht. Aber im Grunde ist es auch genau der Reiz, den es ausmacht, mit den Kindern zu arbeiten. Und wenn du dann zum fünften Mal sagst, wir machen das jetzt nochmal und die Kamera kommt jetzt mal von rechts und kommt mal von links und mal von hinten, mal von vorne und dann haben wir noch eine Drohne, die macht das von oben, da sagen die Kinder irgendwann so, wie, ich habe das doch jetzt schon mal gemacht. Ja, wir brauchen aber noch drei Takes und so, aber ich habe keinen Bock, ich will das nicht mehr machen. Und da war das für mich schon auch eine schöne Erfahrung. Aber das Geile ist, dass meine Tochter, die Leni, die ältere von beiden, ja, sobald irgendwo eine Kamera in der Nähe ist, dann stellt sie sich davor und acted, bis der Arzt kommt. Und es war wirklich witzig. Hat Auf großen ihrem Spaß gemacht. Shirt steht ja auch noch Oh la la. Das fand ich also auch sehr passend. Also das war sehr schön. An einem Song bin ich gleich beim ersten Hören hängen geblieben. Kannst dir nicht sagen, warum, aber manchmal hat man ja sowas, dass man einfach in dem Moment Stufen. Stufen, ja. Das Es von ist mir, ja genau. eher, ich würde schon fast sagen, sehr, sehr Ballade oder eher Richtung Ballade gegangen. Für mich jetzt so gefühlt. Ist es definitiv. Okay, aber alleine dieses Bild, ich sitze allein auf den Stufen und so weiter und so weiter. Ja, ich finde diesen Song großartig, aber vielleicht magst du auch erzählen, wie du dieser Song entstanden ist mit der Geschichte dazu. Es ist neben Solange es geht der persönlichste Song auf dem Album, weil ich da ein bisschen Beziehungsprobleme erzähle aus der Perspektive von Eltern, die Kinder haben und das werden mir alle bestätigen, die auch Kinder haben, es ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Und wenn dann zum fünften Mal du nachts geweckt wirst oder die Kinder eben einem nicht den ganzen Tag nur Danke sagen, die Hände klatschen, sondern einem das Leben manchmal auch ein bisschen schwerer macht, dann ist das manchmal auch für die Partnerschaft ein bisschen schwierig. Die zweite Strophe geht ja auch, unsere Kinder, all die Sorgen rauben uns Schlaf und so manche Träumerei. Ich denke nicht weiter als bis morgen. Und das ist eben einfach eine Situation, die glaube ich jeder kennt. Man streitet sich, weil der eine sagt, das Kind darf alleine zur Schule gehen, der andere sagt, nee, das ist zu gefährlich und was weiß ich. Dann gibt es mal Streit und dann knallen Türen und man geht weg und sitzt irgendwo und weiß nicht so richtig, wie es weitergehen soll. Und das ist die Situation. Am Ende ist es eben mir in dem Song und das gelingt mir glücklicherweise auch oft im Leben. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, das ist das, was ich Menschen, die das Album hören, ob das nun live oder auf CD ist, auch mitgeben kann. Am Ende liegt der Schlüssel zum Glück darin, dass man den Blick schafft, auf das zu lenken, was man eben hat. Und das ist in dem Song dann eben auch so, dass der dann ganz positiv endet. Ne? Ich stehe auf, ich nehme alle Stufen, nehme dich in den Arm und höre mein Herz rufen. Und das ist dieses Gefühl, was ich uns allen wünsche, egal ob es in der Pandemie ist, in der Beziehung mit den Kindern, bei allem, was vielleicht hier und da mal nicht gut läuft. Es gibt immer sehr, sehr viel, mit dem man beschenkt ist. Und ich möchte gerne einen Beitrag dazu leisten, dass wir alle das sehen. Und dann hat man am Ende eines jeden Tages irgendwas auf der Liste stehen, wo man sagt, dafür hat sich's gelohnt. Es war trotz allem ein guter Tag, für den man dankbar sein kann. Booklet, du hast vorhin das Stichwort Puzzle schon gebracht. Bei mir steht es nämlich auch. Wenn man das Booklet aufmacht, kommt auf der vorletzten Seite so ungefähr, lass uns ein bisschen swingen, das Puzzle. Jetzt erklär uns mal dieses Puzzle bitte. Ich muss Ich jetzt nicht den ganzen wollte. Absatz lesen, aber ich fand es schön. Ich denke, ah, Puzzle, was meint er wohl damit? Aber vielleicht magst du dann hier so ein bisschen das Geheimnis lüften. Du kannst es aber auch so stehen lassen.
Nee, ich möchte das Geheimnis gern lüften, denn es ist in dem Sinne gar kein Geheimnis, denn dieses Puzzle, dieses ganze Album, das schafft man nicht allein. Und mir war es ein großes Bedürfnis, also es gibt ja auch auf der letzten Seite, sind ja auch eine Menge Crowdfunder erwähnt, die mich unterstützt haben, die mich nahezu ein bisschen überredet haben, so meine Zuschauer meiner sämtlichen Streaming-Konzerte, die gesagt haben, wenn du eine CD machst, wir kaufen die. Und dann habe ich gesagt, gut, wir probieren das aus. Und mir war es dann irgendwie zu langweilig, einfach so eine Doppelseite mit meinen Bandkollegen dahin zu klatschen, wo jeder so ein bisschen, wo 5 Sätze Vita stehen. Und deswegen habe ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen, inwieweit eben meine Kollegen, ich habe ja einen Kontrabassisten, den Matze, Matthias Eichhorn, den Gitarristen Tim Ludwig, der auch viele Songs, eigentlich kannst du sagen, im Wesentlichen geschrieben hat, mein Songdoktor, ja, so oft liefere ich auch Ideen und er entwickelt die weiter. Und dann gibt es noch dann Sebastian Stahl, der also nicht nur Schlagzeug spielt, sondern eben auch diese ganzen Samples zusammengepuzzelt hat. Und am Ende ist es nur deswegen ein so rundes Gesamtkonstrukt geworden, weil die Jungs und auch mein Produzent, der Tobias Fiedler, weil wir alle zusammen diese Vision umgesetzt haben, an einem Strang gezogen haben. Und das ist letztlich dieses Puzzle, weil jeder Einzelne ist also ganz wichtig in diesem Konstrukt. Ich würde mal sagen, so wir 4 Musiker sind so die Eckteile. Und wenn der eine nicht mehr weiter weiß, dann hat der andere eine Idee und jeder hat seine besonderen Skills. Und ich finde es auch krass. Ich glaube, es gibt niemand auf dieser Welt, der alles allein in sich vereint und kann. Und das Beste, was einem passieren kann im Leben als Musiker, aber auch in jedem anderen Job, ist, wenn man auf Menschen trifft, die, mit denen man sich ergänzen kann. Also wo jeder seine individuellen Fähigkeiten in die Waagschale wirft und man zusammen, also die Fähigkeiten eines Einzelnen für sich sind schon gut. Aber wenn man die kombiniert, dann wird es eine kleine Superkraft. Und das war mir wichtig, das irgendwie erwähnt zu haben in dem Booklet. Und da bin ich auch unglaublich dankbar für die Jungs, dass wir da zusammen sowas Schönes kreiert haben. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal den Begriff Stream aufgreifen, weil ich natürlich in der Vorbereitung, ja, haben wir ja schon drüber gesprochen, mir deine Videos angeguckt haben. Und was ich sensationell fand, weil ich die Idee einfach überragend fand, dein Release Hotelzimmer Stream. Also, du hast die VÖ sozusagen im Hotelzimmer nochmal gefeiert, Ausschnitte aus dem Album gespielt und so weiter. War das jetzt eher so eine spontane Idee? Ey, das kam mir in den Kopf und ich mache das jetzt einfach. Ja, manchmal bin ich so, tatsächlich. Ich bin ein Mensch, der mitunter vielleicht, also mir passieren auch manchmal Dinge, da hätte ich vielleicht bei zweimal drüber nachdenken, hätte ich vielleicht nicht gemacht. Also das fand ich total witzig. Es war leider, ist so, wir haben den VÖ-Termin ein paar Mal verschoben, weil das hatte verschiedene Gründe. Dann gab es noch ein TV-Promo und Radio-Promo und dann haben die gesagt, wir brauchen mehr Zeit. Und die sind aber alle, das hat sich erst so entwickelt, dieses Team. Und irgendwann war die VÖ eben mitten in meiner jetzt gerade zurückliegenden Musical-Tour. Und da kannst du kein Release-Konzert spielen. Habe ich auch echt überlegt, ob man das bringen kann. Wir wollten eigentlich im März schon ein Release-Konzert spielen. Das ist wegen Corona dann ins Wasser gefallen. Und da habe ich gesagt, nee, also wenn das Ding rauskommt, dann will ich wenigstens irgendwas mal machen. Und da ich ja nun schon viel gestreamt hatte, bevor das Album entstand, eigentlich wirklich mit dem ersten Tag der Pandemie, habe ich da angefangen damit und habe ich gesagt, komm, wir feiern zusammen virtuell die Erscheinung dieses Albums und hören noch mal ein paar Songs rein. Das Schöne ist ja auch beim Stream, dass du über den Chat mit den Leuten in Kommunikation treten kannst. Also noch mal ganz anders als beim Konzert, ne? Du kannst ja mit deinem Publikum sprechen. Die können Fragen stellen. Die können sagen, hey, warum ist denn was hat diese Zeile in dem Song zu suchen? Und dann kannst du direkt darauf reagieren. Und es ist auch ein schönes, spannendes Format. Und ich habe mir dann ein Säckchen aufgemacht und was ich so in der Minibar gefunden habe. Und war ganz schön. Zum Schluss war ich auch ein klein bisschen angetüdelt. Blicken wir mal ein bisschen voraus. Wir haben es ja angedeutet im Musical. Du bist dabei bei dem Musical Robin Hood von Chris de Burgh in Fulda, glaube ich, ist das, Ja. wo er da stattfindet. Aber insgesamt mal, was hast du zum Herbst 2022 vor? Vielleicht Ausblick 2023? Gibt es mit deinem Album noch eine Tour durch Deutschland, Österreich, Schweiz oder was du so erzählen magst, darfst und wo man die Termine zur Not finden könnte, wenn man dich live sehen möchte? Also, es ist geplant, dass wir im Frühjahr 2023 schon Termine spielen und auch im Herbst. Wir sind jetzt gerade in Gesprächen mit einer
Ja, es ist nicht nur eine Booking-Agentur, es ist schon eine größere, ein größerer Partner, der es mir ermöglicht, ist aber noch nicht ganz fix, da ein bisschen mehr mich wieder um Künstler sein, um Songs zu kümmern, weil ich jetzt in der letzten Zeit natürlich ganz viel administrative Dinge sind alle über meinen Tisch gegangen. Und da wird es also so sein, dass da ein größerer Partner mit einsteigt, die auch eben das Booking übernehmen. Und das haben wir jetzt dieses Jahr nicht geschafft. Deswegen gibt es nur so wenig Konzerte und die liegen jetzt auch, wenn ihr das hört, ihr lieben Zuhörer, dann sind die Konzerte auch schon vorbei. Aber es wird auf jeden Fall am 25. März zum Beispiel ein Konzert in Fulda geben und im Anschluss daran soll eine kleine Tour stattfinden. Ist jetzt aber noch nicht fix, kann man noch nicht mehr zu sagen, aber ist geplant und wir arbeiten auch schon am zweiten Album. Also kann ich mir durchaus vorstellen, du bist durchaus ausgelastet, nicht nur als Papa, sondern auch in deinem Beruf als Das ist ja mein Musical-Darsteller. drittes Kind, ne? Ja, Mein drittes genau, wollte ich gerade sagen. Auch Kind. das muss gepflegt, gehegt Es und muss erzogen werden. erzogen und gepflegt werden, genau. Friedrich, letzte Frage in unserem Gespräch und das so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Vorhin hat der Postbote geklingelt, jetzt kommt nochmal die gute Fee vorbei, und die würde dir drei Wünsche erfüllen, egal welcher Kategorie, privat, beruflich, für die Welt, was weiß ich, auch immer, was dir so spontan durch den Bauch, durch den Kopf schießt, welche könnten, dürften das sein oder sollten es, wenn es geht, sogar sein? Also erstmal was ganz Allgemeines. Ich wünsche mir, dass wir als Weltgemeinschaft es irgendwie schaffen, wieder mehr aufeinander zu achten und dass das einfach darin mündet, dass so viel Wertschätzung für jeden Menschen da ist, dass man aufhört, Krieg gegeneinander zu führen. Ich muss sagen, dass mich das in meinem Weltbild extrem traurig macht. Ich bin ein sehr idealistischer Mensch und das, was jetzt gerade so in unserem auch näheren regionalen Umfeld umtreibt, das, ja, ich verstehe es nicht. Und ich wünsche mir und ich möchte gern als Künstler versuchen, da einen Beitrag zu leisten, dass wir wirklich alle an einem Strang ziehen und uns und jedes Leben, egal welche Hautfarbe, Religion und Gesinnung, als gleichwertig betrachten. Das ist einfach ein Wunsch. Das würde ich mir wünschen. Wenn die gute Fee mir das erfüllen könnte, das wünsche ich mir nicht nur für mich, auch für meine Kinder. Das wäre Wunsch Nummer eins. So plakativ und einfach das klingen mag. Wunsch Nummer zwei, wäre auf jeden Fall, ich würde mir wünschen, dass ich mit meiner Musik möglichst viele Menschen erreichen kann, berühren kann, mitreißen kann. Und egal in welcher Form das ist, ob das jetzt auf Spotify, Streaming, Radio, Fernsehen, Live-Konzerte. Ich glaube, da gibt es noch einen langen Weg. Und ich hab wirklich das Gefühl, solange ich dafür gebraucht habe, um den Startschuss zu gehen, jetzt kommt das. Und ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen davon profitieren. Und Wunsch Nummer drei ist, dass ich mir schlichtweg mehr oder weniger sowas wünsche, wie das vieles, aber auch so bleibt, wie es ist. Also ich habe Familie, ich habe Kinder. Ich möchte, dass all die Menschen, die ich liebe, möglichst gesund bleiben. Und ja, das ist einfach, das sind meine wichtigsten Ankerpunkte in meinem Leben, meine Frau und meine Kinder. Und ich kann mir nur wünschen, dass mir das noch ganz lange erhalten bleibt. Und das ist mein Wunsch Nummer drei. Vielen Dank dafür. Dann kann ich nur hoffen, dass die gute Fee genau zugehört hat, was dich sozusagen als Person, als Papa und als Ehemann und Freund etc. anbelangt und natürlich auch für uns, bezogen vor allen Dingen auf den ersten Wunsch, genau zugehört hat und das uns ermöglicht, obwohl man natürlich da Realist sein muss, leider in der heutigen Zeit, dass das sicherlich verschiedene Phasen in unserer Menschheit gibt. Aber gut, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Friedrich, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich drücke dir natürlich die Daumen für deine Projekte, dass du gesund bleibst. Alles Gute für deine Familie und dein Umfeld. Und vielen, vielen Dank, dass du Gast meiner Sendung warst. Danke, lieber Herms. Gebe ich nur zurück. Wunderbares Interview. Ich danke dir für deine Fragen und ich wünsche auch allen Zuhörern zu Hause einen wunderschönen Tag und dass wir uns irgendwann mal auf einem Konzert oder sonst wo